Und ein herzliches Willkommen zurück zur weiteren Teil von Star Wars Jedi Fallen Order auf den Nintendo Switch. Nee, PC. Und ja, hier sind wir wieder. Und wollen eigentlich zurück. Jetzt scheint es wohl nach Datum hier zu gehen. Nachdem wir mit großer Mühe die neunte Schwester endlich besiegt haben. Haben wir erfahren, dass wir wohl nach Datum hier müssen. Oder kurz davor haben wir das erfahren. Also müssen wir wohl zurück. Bringt uns um! Trefft ihn endlich! Jetzt sind nur noch du und ich übrig. Ich bleibe an dir dran. Sehr schön. Ja, wir könnten eigentlich eher da lang, ne? Aufs Dach. Oder. Hä? Jetzt muss ich selber gerade erst überlegen. Dann kam man wieder dahin. Da können wir aber auch hier lang. Okay. Können wir auch hier lang. Aber hey, warte mal. Stopp. Ich glaube, von dort aus ist es besser. Hey, BD, siehst du mal an. Oh, du hast was gefunden. Hoffentlich jeder. So, was haben wir hier oben? Ein Echo. Die Wookies sind nutzlos. Wenn sie verbraucht sind, fordern wir neue an. Das heißt, Formulare ausfüllen. Oh, was für ein Aufwand. Oh Mann. Wookiee-Unterdrückung. Imperiale Sturmtruppler nehmen keine Rücksicht auf Wookiee-Leben. Sie betrachten diesen Planeten und seinen Bewohner lediglich als Rohstoffquelle. Okay, das geht nicht kaputt. Ja, wow. Hat mich erwischt! Erlege Ziel! Bitte, stimmt! Er weicht aus! Wow! Förderst du dein Kinderspiel? Nicht nachlassen! Dafür Blendgranate! Hilf mir! Das war's! Das war's! Oh Mann! Da habe ich gedacht, das könnte ich den mal platt machen und dann sowas. Oh, wo fange ich jetzt schon wieder an, ey? Schon wieder irgendwo weit hinten. Auf jeden Fall. Oh, nee, ey. Wir sehen uns gleich wieder. Undisciplined. This is a rebellion, isn't it?
mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what is undestroyed. Is that clear? Yes, sir. Okay, sind wir nicht wieder da. Nein. Mal gucken, ob mich da oben jetzt auch wieder eine Überraschung erwartet. So ein großer Platz. Nee, hier ist nichts. Muss ja zurück zum Mantis, oder? Ja. Überhaupt keine Hochspannung drauf, ey. Sonst stehen die immer außerhalb des Raumschiffs. Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datomir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich, Kerl. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also... Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie. Seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Wie das sein Äst versalzt, ey. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! Sears Vergangenheit. Call erfährt, dass Sear gelogen und verschwiegen hat, dass ihr einstiger Padawan, Triller, die zweite Schwester ist. Als Sear vom Imperium gefoltert wurde, war sie gezwungen, Triller zu verraten. Das Imperium nahm Triller daraufhin gefangen und machte sie zu einer Inquisitorin. Zutiefst bestürzt nutzte Sear die dunkle Seite der Macht, um zu entkommen. Aus Angst, der Dunkelheit noch einmal nachzugeben, schwor Sear, die Macht nie wieder zu nutzen. Zwei neue Samen. Sehr schön. Gehen jetzt erstmal speichern. Wir haben ja jetzt auch wieder zwei Fähigkeitspunkte. Das heißt, die können wir wieder nutzen. Einmal ausruhen. So, das machen wir hier. Erstmal die Machtanzeige erhöhen. Ich glaube, ich erhöhe erstmal die Macht. Das ist, glaube ich, besser erstmal. Maximale Macht erhöht. Sehr schön.
Ja, da an den Tisch brauchen wir natürlich nicht zu gehen. So. Imperiale Sturmtruppler haben hier alles abgesucht. Das Imperium macht da weiter, wo es vor Saws Truppen aufgehört hat. Hoffentlich haben es alle geschafft. Die meisten sicher. Sie sind schlau. Ich verstehe zwar Saws Ziele nicht, aber hier hat er dem Imperium schwer geschadet. Die Operation läuft langsamer. Ausbremsen ist eine Sache, aber wir werden sie endgültig stoppen. Hoffentlich hast du recht. So. Die Natur ist immer so schmutzig. Ich hasse diesen Planeten. Da will man seinen Laden sauber halten und dann bringt ihr mich hierher. Hier mieft's nach Wookie im Regen. Ist das wirklich dein größtes Problem? Falls du es nicht bemerkt hast, mir ist nicht viel geblieben. Aber meinen Stolz habe ich noch. Ich habe immer an meinen Stolz geglaubt. Glaube es nicht verkehrt. Wenn ich putze, koche oder Ähnliches erledige, habe ich danach einen kleinen Sieg errungen. Ich verstehe. Ich weiß, wir hatten keinen leichten Start. Ich meine, vielleicht war ich auch ein bisschen schuld. Darum konzentriere ich mich auf die kleinen Siege, wie zum Beispiel, dass wir alle einen vollen Magen haben. Allerdings. Hey, war auf Zephyr nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Stimmt, die haben jetzt den Doppelsprung. Wir könnten eigentlich diese eine goldene Truhe sogar noch holen. Nach Bogano könnten wir allerdings auch noch einmal. Alles okay bei Ihnen, Captain? Bei mir? Ah ja, alles okay. Ich bin nur etwas angespannt. Zu viel Action bin ich nicht gewohnt. Der hat doch manchmal keine Action. Ist die Reise gefährlich. Anspannung macht sich breit bei allen. Es betrifft Padawane genauso wie gestandene Jedi. Na gut, gut. Dann haben Sie die bestimmt genauso ausgelacht wie mich jetzt. Na, Hauptsache, Sie amüsieren sich gut. Nein, es war anders. Deswegen habe ich mit dem Heiligset angefangen, als ich ein Padawan war. Das hat mich immer beruhigt. Musik kann das, wissen Sie? Sie kann heilen. Sogar an den finstersten Orten. Oh, das klingt ja richtig gut. Wollen Sie mir ein Lied vorspielen? Vielleicht später. Ich freue mich drauf. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Bogano. Musst du gerade nur noch mal sicher gehen, falls man das gesehen hat, ob auch mein Mikro an ist. Porgling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. Noch ein toter Porgling. Ein toter Porgling, der von einem der Prädatoren auf der zerklüfteten Ebene getötet wurde. Er war höchstwahrscheinlich auf dem Rückweg zu seinem Nest. Armes Ding. BD, siehst du mal an. Okay, BD, was ist es? Frieden und Gerechtigkeit, das ist es. So, jetzt geht's hier mal auf die Seite. Ein bisschen rutschen? Nee, doch nicht. Oh.
Alter. So, hier haben wir noch so ein Skelett, sehe ich. Aber das kann man nicht scannen. So, sonst scheint hier unten wohl nichts zu sein. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl oben lang. So, somit hätten wir jetzt auch diese Truhe. Hey, BD, hier drin. Was hast du da? So, somit sind wir wieder hier. Oh, da sieht eine, da steht eine ganz schöne Pflanze. Ich nehme an. Genau. Genau, richtig angenommen. Neue Terrariumsamen erhalten. Federfarm. Ergänzung für das Terrarium. Was haben wir hier? Echo wahrnehmen. Eine Statue mit Blick auf das Gewölbe. Ich spüre, der Ort wurde mit Bedacht gewählt. Sepho-Kolonie. Diese Statue wurde sorgfältig an einem Ort mit dem Blick auf das Gewölbe platziert. Davon lässt sich ableiten, dass die Position des Gewölbes bewusst gewählt wurde. Da ist das Gewölbe und die Sepho-Statue guckt aber nach da. Okay. Okay. Guck mal, jetzt ist dieser Roboter wieder da. Mal gucken, ob wir den diesmal platt kriegen. Aua. Ah, auch nicht schlecht. Oh, jetzt hast du ein Problem. Komm zurück. Aua. Ja, bleib liegen. Das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Alter, haut der drauf. Vor allem ist der ganz schön schnell. Mit dem Schlagen zumindest, meine ich. Ruhig. Oh. Zu ruhig. Das bin ich. Was ist das hier? Lichtquellen. Da haben wir zum Beispiel was. Was ist das, BD? Neuen Sender erhalten. Thank you.
runter. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Erfahrungspunkte. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel rede. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich gerade einfach nur darauf konzentriert bin, schnell durchzulaufen zu dem Platz, wo wir noch hin wollten. Geht doch, endlich! Boah, meine Güte! Bis man mal hier oben ankommt. Eine Machtquelle. Was für eine? Leben oder Macht? Lebensessenz, okay. Er war allein. Sein Padawan vermisst. Cordovas Padawan. Cordova fühlte sich isoliert und allein. Er dachte häufig an seinen Padawan und die Abenteuer, die sie gemeinsam erlebt hatten. So. Zwei Geheimnisse gefunden und alles erkundet. Also nehme ich mal an, haben wir alles. Da oben auch 6 von 6, 16 von 16 und erkundet. Super, wir können gehen. Das war's also mit hier. Doch, ich glaube, ich möchte noch diese goldene Truhe da finden. Also da haben wir noch mehr Stims. Bevor wir weitermachen. Als nächstes vielleicht. Kashyyyk, da waren wir erst ab nach Sefo. Wenn das alles vorbei ist, ist die Zeit gekommen, sich niederzulassen, wissen Sie? Sich verlieben, eine Familie gründen. Verlieben? Sie? Na, warum nicht? Glauben Sie, ich weiß nicht, was Liebe ist? Sie werden es mir sicher gleich sagen. Ich werde es Ihnen sagen. Liebe ist das Größte, aber viel Arbeit. Sie erfordert Bewunderung, Hingabe, Anziehung, tja, und Respekt. Chris, das ist ja fast schon tiefsinnig. Naja, das kommt mit der Erfahrung. Wer so gut aussieht wie ich, bricht immer ein paar Herzen. Aha. Sicher. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Bin schon dabei. Okay. T-Jäger fliegen aber eigenartig. So, wir sind wieder hier. So, der schnellste Weg dahin. Ist da durch. Ja, scheint so. Na gut. Warte mal, wir haben hier doch aber auch eine Machtquelle übersehen. Da müsste ich eigentlich hier entlang. Nämlich hier. Aber das, oh, ist auch so weit weg.
Wir holen uns erstmal den Stimbehälter. Unfassbar. Schon wieder fast hoch. Die Frage ist jetzt, ob wir sowieso wieder die ganze Zeit sterben. Außer wir können vielleicht den Aufzug nutzen, aber leider funktioniert das nicht. Der geht irgendwie immer nur in eine Richtung. Boah, direkt beim ersten Mal, wie geil ist das denn? Ziel gefunden! So, wo muss ich nochmal lang? Lang. Eieiei. Na los, holen wir uns. Weiter Druck machen. Haltet mir den Rücken frei. Okay. Erfahrungspunkte sind wohl gepie. Oh. Ja, und los geht's. Was ist es, BD? Acetron. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, das war es schon wieder für heute mit Star Wars. Jedi Fallen Order. Danke fürs Zuschauen. Ja, das war ich von Nö, Gameplays als Hobby. Vergesst keinen Daumen hoch und dein Abo. Und dann sehen wir uns auf das nächste Mal wieder hierher zurück im Star Wars Universum. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Ach ja, wenn wir oben angekommen sind, seht ihr mich morgen weiter.